Servus Leute, ich begrüße euch wieder mal zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute noch die letzten Neuzugänge für den Monat August. Obwohl heute schon der 1. September ist, aber trotzdem noch die letzten Neuzugänge für den August. Und ich fange einfach an. Ich zeige euch das Buch, sage euch, woher ich es habe und lese euch kurz den Subtext vor. Fange ich an mit dem ersten Buch. Es sind 8 an der Zahl. Und das erste Buch, was mich in dem dritten Abteil des Augustes erreicht hat, war Inferno von Greg Iles. Habe ich mir ersteigert in einer Facebook-Ersteigerungsgruppe für, glaube ich, 1 Euro zuzüglich Versand. Und ist dann bei mir angekommen und ist aus dem Ehrenwirt, der Aaron White Bird Verlag. Und ich lese kurz, worum es geht. 11 schlafende Frauen sorgen beim FBI für Aufruhr. 11 nackte Frauen auf Leinwand gebannt von einem genialen Künstler, dessen Identität im Verborgenen liegt. Frauen, die friedlich und tief zu schlafen scheinen. Zu tief? Es gehen Gerüchte, die Modelle seien tot. Wer ist der skrupellose Fremde, der unschuldige Frauen ihr letztes Schlaflied singt? Ein genialer Thriller, faszinierend. The New York Times Book Review über Eros. Also ist auch schon mal in meiner Substraktion mit dabei und wird dann auch bald gelesen. Und ja. Dann das nächste Buch, was mich erreicht hat, ist von Cody McFadyen, Ausgelöscht. Mein zweites Buch, das ich jetzt von ihm habe. Und das habe ich geschenkt bekommen aus meiner Facebook-Verschenkungsgruppe. Und ich verlinke euch einfach die Seite mal, die Gruppe und eine Videobeschreibung, wenn ihr Lust habt, mal vorbei zu sein. Und dieses Buch ist aus dem Bastian-Liebe Verlag. Worum geht's? Ich hatte einmal ein Leben. Doch ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich hatte eine Familie. Doch ich kenne sie nicht mehr. Ich hatte viele Erinnerungen. Doch jemand war in meinem Gehirn. Er hat alles ausgelöscht und ich wünschte, er hätte mich nicht am Leben gelassen. Das Grauen hat viele Namen. Cody McFadyen kennt die meisten, sagt die Kölner Stadtanzeiger. Ausgelöscht verliert seine Spannung auf keiner Seite, bis hin zum wahrhaft überraschenden Ende, sagt dreisat.de. Ist auch schon in meiner Schachtel mit dabei und wird dann auch bald hoffentlich gelesen. Das nächste Buch habe ich geschenkt dazu bekommen zu Ausgelöscht, weil die mir dieses Buch geschenkt hat, gesagt, sie ist am Ausräumen und hätte ein passendes Buch für mich, das mich vielleicht auch interessieren könnte. Und da landete noch in dem Paket dabei von Joe Powell, die Blutkammer. Habe ich mir schon mal angesehen, war aber nicht auf meiner Wunschliste. Und es ist ein Hardcover aus dem Weltbild Verlag. Ich finde, dass Weltbild ab und zu echt schöne Cover hat. Auch wenn die meisten keine Weltbild-Ausgaben wollen. Aber teilweise sind die Cover sogar schöner als das Original. Wie bei Fiebernbrut. Das Buch erscheint ja erst am 2. Dezember. Es war eine Weltbild-Premiere und ich habe das Buch gekauft beim Weltbild und ich finde das Cover sowieso schöner als das Original. Aber jetzt wieder zu diesem Buch. Die Blutkammer, wie gesagt, Weltbild-Ausgabe, eine Weltbild-Sonder-Edition. Und worum geht's? Sie sind ihm auf den Fersen. Dabei ist er der Jäger. Eine Serie grauenhafter Ritualmorde erschüttert Lancaster.
Inspektor Hunter ist ratlos und bittet die Psychologin Dr. Eva Svensson um Hilfe. Zu den Tatorten wird Eva von der Journalistin Kate Branks begleitet, die an einem Buch über Profiler schreibt. Doch bereits der erste Fall betrifft Kate persönlich. Das Opfer ist ihre beste Freundin. Ihre beste Freundin Sarah. Als Kate auf eigene Faust zu recherchieren beginnt, gerät sie selbst ins Visier des Mörders. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ist auch schon in der Schachtel mit dabei. Meinem Sub auslos verfahren. Und ja, das Buch. Das nächste Buch habe ich auch wieder geschenkt bekommen aus meiner Facebook-Geschenkegruppe. Ich habe von dem Autor bereits ein Buch, aber es ist eine Reihe. Und es, das Buch, ich habe jetzt den vierten und den dritten, dritten und fünften Teil hier. Und ich spreche davon von Phil Rickman, Die fünfte Kirche, das ist der dritte Teil, ist der dritte Band einer Serie. Und ich habe in diversen Gruppen gefragt, ob sie wissen, ob man die Bücher der Reihenfolge nachlesen soll oder ob man die einzeln lesen kann. Und sie haben mir leider gesagt, dass man die Serie von Anfang an lesen sollte. Deswegen kann ich diese Serie noch nicht, diese Bücher noch nicht lesen, weil ich den ersten und zweiten Teil nicht hier habe. Noch nicht hier habe. Ist im Rowohlt Verlag erschienen und es ist ein Mystery Thriller oder ein Mystery Krimi. Um was geht es in der Geschichte so kurz? Christen, Heiden und ein Mörder. Kaum ist Mary Lee Watkins zur Exorzistin ernannt, sitzt sie auf Anordnung des neuen Bischofs in einer Krawall-Talkshow zwischen Satanisten und selbsternannten Hexenjägern. So richtig ist der Teufel aber erst los, als ein Hippie-Pärchen im Nachbarort eine geschichtsträchtige Ruine erwirbt. Eine heidnische Kultstätte soll hier entstehen. Ausgerechnet in einer der fünf St. Michaelskirchen, die nach alter Überlieferung das Land vor dem Bösen bewahren. Und das Böse ist da, in Gestalt eines skrupellosen Mörders. Eine der besten Krimiserien überhaupt, sagt Spektator. Also, wie gesagt, kann ich leider noch nicht lesen, obwohl es mich sehr interessieren würde. Kann man nichts machen. Dann das nächste Buch habe ich wieder ersteigert aus der Facebook-Ersteigerungsgruppe. Für 1 Euro oder zuzüglich Versand. Und zwar von der Autorin habe ich ebenfalls schon ein Buch hier. Nämlich Nachtschrei. Und diesmal habe ich von ihr die Menschenleserin. Nämlich von Jeffrey Dever aus dem Blendbellet Verlag und ist ein ziemlich dickes Buch, wie ich finde, hat 542 Seiten. Dann worum geht's? Du lügst! Daniel Pell ist ein Meister der Manipulation. Er macht seine Opfer zu willenlosen Marionetten. Und sie weiß es. Catherine Dance ist eine brillante Verhörspezialistin. Sie liest Menschen wie ein offenes Buch. Ein atemberaubendes Duell zwischen Mörder und Ermittlerin, bei dem jeder Schritt tödlich sein kann. Bestsellerautor Jeffrey Dever, auch Jeffrey Dever ist ein Herr, oder? So bitte beim R oder C.
Okay, es ist dann eher peinlich. Bestseller-Autor Jeffrey Dahmer hat eine neue Serienheldin geschaffen, die einen ruhelos zurücklässt, sagt die Bild am Sonntag. Und klingt sehr interessant, klingt sehr spannend und wird dann auch gelesen, wenn es gezogen wird. Dann das nächste Buch habe ich auch ersteigert. Und dieses Buch musste ich sogar kämpfen, mehr oder weniger, weil da sehr viele mitboten. Und letztendlich habe ich es doch bekommen für, glaube ich, 2 Euro oder so. Und es handelt sich auch wieder hier um einen Mystery Thriller. Und nämlich von Josh Erickson, Ghost Street. Und ich finde das Cover so genial. Das war ein Grund auch, weshalb ich es mir gekauft habe. Nicht nur weil es ein Mystery Thriller ist, sondern weil das Cover so genial ist. Und ist im Überreuther Verlag erschienen. Und ist auch nicht gerade sehr dick. Hat 304 Seiten. Also nicht gerade großartig dick. Und worum geht es? Geheimnisvoller Thriller, mörderisch spannend. Alessa, die junge Assistentin des Staatsanwalts, ist einem Serienmörder auf der Spur. Auf der Flucht vor dem Ku Klux Klan hetzt sie durch das nächtliche Savannah. Unerwartete Hilfe kommt von David, einem rätselhaften jungen Mann, den sie abends auf dem Friedhof trifft. Als sie ihn am nächsten Morgen sucht, findet sie nur seinen Grabstein. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr mysteriös und sehr gruselig auch. Und ich bin gespannt, wie es mir gefallen wird. Dazu kommt dann definitiv eine Rezension auch. Bevor ich es lese. Dann das vorletzte Buch, was ich mir selbst gekauft habe mal, ist ein Mängelexemplar für 2,99. Und es ist von Michael Connelly, Die Rückkehr des Poeten, aus dem Heine Verlag. Und das ist der zweite Teil von nach dem Poet. Den habe ich aber noch nicht hier. Deswegen kann ich den auch noch nicht lesen. Weil ich erst den ersten Teil lesen möchte, bevor ich den lese. Und worum geht's? Alle halten ihn für tot. Doch er wartet nur darauf seine Stunde. Alle halten ihn für tot. Doch er wartet nur auf seine Stunde. Sie nennen ihn den Poeten. Er ist einer der rätselhaftesten Serienmörder Amerikas. Als FBI-Agentin Rachel Walling im Morgengrauen von einem Anruf geweckt wird und erfährt, der berüchtigte Poet sei wieder aufgetaucht, glaubt sie noch an einen üblen Scherz. Doch dann führen Spuren zu einem einsamen Ort in der Wüste und zu einem Massengrab. Schrecklich und furchterregend. Das ist Angst und Horror. Wie bei Thomas Harris, sagt Stephen King. Also, bin gespannt, wie es sein wird, wenn ich es lese. Kann zwar etwas länger dauern, bis ich den ersten Teil habe. Aber naja. Und das letzte Buch, was mich im August erreicht hat, ist ein Rezensionsexemplar, was ich vom Autor be selbst bekommen habe. Er hat mir zugeschickt und dieses Buch ist auch heute erschienen. Hätte eigentlich laut Amazon erst am 16. erscheinen sollen, aber es ist doch schon heute rausgekommen. Und es handelt sich dabei um
Erasmus Herold und dein Lohn ist der Tod ist aus dem Niemeyer Verlag und auch sonderlich dick ist es nicht. Es hat 364 Seiten. Und worum geht es in dem Buch? Gütersloh im Winter 2013. Dienstagnacht. Überstürzt verlässt Victoria Lirot das Haus, lediglich bekleidet in Schlafanzug und Mantel. Es ist kühl, doch die junge Frau wählt den Motorroller und lässt das Auto stehen. Eine Stunde später ist sie tot, brutal ermordet. Wovor ist Frau Lirot geflüchtet? Oder was hat sie vor? Oder was hatte sie vor? Am darauffolgenden Tag verunglückt ein Auto zwischen Gütersloh und Wiedenbrück. Die Kreispolizeibehörde ermittelt von Kommissarin Sarah Berger und ihr neuer Partner Ahmed Yilmaz übernehmen den Fall. Die Untersuchung des Unfallorts liefert den beiden Polizisten verblüffende Ergebnisse. Schnell wird klar, zwischen der Toten der vergangenen Nacht und diesem Unfall besteht ein Zusammenhang. Die Spuren führen zu einem jungen Start-up-Unternehmen, der Teutosolarlicht. Undurchsichtig erscheint das Treiben ihrer Gesellschaftler, ihrer Gesellschaftszeit. Folgenreich das, was sie tun. Als sich einer der Verdächtigen, die Ermittler, ihre Suche auf das Als sich einer der Verdächtigen ins benachbarte Stromberg absetzt, konzentrieren die Ermittler ihre Suche auf das Burgdorf. Eine unberechenbare Jagd beginnt. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das ist das erste Buch, das ich von diesem Autor lese. Und aufgrund der Subkiste aus meiner Subschachtel kann es auch noch etwas dauern, bis ich es lese, aber ich möchte es eigentlich noch mal in 5 Büchern lesen, damit ich es dann bald rezensieren kann. Und ja. Das waren dann meine 8 Neuzugänge noch für den August. Ich werde das Video jetzt auch noch gleich hochladen. Und dann könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr eines dieser Bücher schon gelesen habt. Oder vielleicht euch eines davon besonders interessiert. Und ob ihr vielleicht von einem dieser Bücher auch noch eine Rezension von mir sehen wollt dann. Und ich freue mich auch über jeden anderen Kommentar, über Kritik, über alles, was euch so einfällt. Und dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Video.